Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Valorant. Fall Guys, Fortnite. Was kann man denn noch alles sagen, damit der Algorithmus einen reinschiebt? GTA 5 Roleplay. Diamond, ja. Road to Diamond. Ja, Road to Diamond. Willkommen bei der Schachweltmeisterschaft 2023. Jetzt schalten alle ab. Jetzt sind alle lost. Direkt weg um ihr Leben rennend. Ja. Ich will mehr Rebellen, ich will mehr kämpfen. Gib mir Rebellen! Wer ist schon wieder im Beraterstod? Mann, die dumme Sau. Ja, Britannien hat sich ja sorgfältig zu angeschlossen. Es werden ja immer mehr. Gleich kommt der Osmane noch rein. Ja, wenn der Osmane kommt, dann ist GG. Nee, der kann nicht reinkommen. Aber fast. Ey, wir haben wirklich eine Chance, dass wir das überleben. Und Udrich ist drin. Und jetzt kommt's. Ah. Naja, Christoph wird ja so oder so überleben. Ja. Nein, wenn die Partie wieder zu Ende ist. Oder wollen wir das dann machen, dass ich dann Sachen abgebe, wenn das im Krieg so ist und wir dann trotzdem weiterspielen? Ich meine, wie kurz? Mir ist das vollkommen egal. Ich meine, ich wäre ja dann immer noch Frankreich, wenn auch ein bisschen scuffed. Hast halt ein bisschen schwerer. Das ist eine Herausforderung. Ja, ein bisschen Herausforderung. Schwerer. Hashtag nahezu unmöglich. Naja, ist ja keine Spieler-Nation in der Nähe, die dich killt. Kastilien. Ja, Christoph, töte ihn mal. Hab ich nicht am Anfang gesagt, dass ich einfach chille und nach Afrika will? Ja, du hast am Anfang gesagt, dass das wieder eine langweilige Staffel wird. Ja. Die haben Zuschauer, die haben seit Wochen zugeguckt bei EO4, ja? Seit Wochen ja, haben die zugeguckt und die Staffel angeguckt. Okay. Und jedes Mal war nicht wirklich spannend PvP. Die spannendsten Sachen waren die Scheiße, die ich gegen Jan gemacht habe. Da war jeder zweite Satz, hör mal auf, die Aufnahme kaputt zu machen. Okay, mach mir spannend. Ich mach das Bündnis weg. Nein, das ist nicht spannend. Das ist spannend, doch. Nein, das wäre sehr antiklimatisch. Das wäre genau richtig. Christoph, du machst die Aufnahme kaputt. Wild. Naja, ich habe 3 Kanonen. Damit kann ich belagern. Ich habe 4-mal keinen Fortschritt bei Riga-Festung gemacht. Glückwunsch, willst du Kanonen haben? Kriegst du aber nicht. Kriegst du nicht. Ja, krieg ich echt nicht. Kriegst du nicht. Dafür sind jetzt direkt die Mauern gefallen, geil. Es braucht Trade Power in der Baltic Sea. Ich brauche Stabilität. Kann mir mal jemand verkaufen? Ich kann dir keine Stabilität verkaufen. Warum nicht? Ich schicke Soldaten in mein Land und regle. Du hast keine War Economy. Mann. Der Deutsche Orden hat nur teure Söldner. Ja, ich kann dir Geld bieten, aber... Okay, nehm ich. Nein. Gib mal ein bisschen, ich hab Geldprobleme. Vergiss es. I need money. I don't give money. Give money. Thank you.
Ich hoffe, wenn Riga gefallen ist, habe ich Money. Nee. Niemals Money haben. Riga und Gotland geben Stones. Was ist denn Sass? Sass ist Sass. Du bist auch Sass. Da ist es. Unten, Mann. Sass. Du bist richtig Sass, Christoph. Du bist echt Sass. Ey, Christoph, ich weiß, du hast schon drüber geredet, aber du hast es dir bestimmt nicht gemerkt, ja? Was? Es gibt die Provinz Haha, Hehe und Hihi und es ist ein Achievement, wenn man die alle drei besitzt. Im Norden von Sass ist Haha. Alter, okay, dann wird direkt erobert. Let's go. Das eine ist irgendwo in der Mitte von Afrika. Ich sehe es, ja. Und wo war das andere? Jan, hau raus. Keine Ahnung. Wahrscheinlich so Japan da hinten in die Richtung. Japan. Da unten bei den Malakka-Inseln. Safe irgendwo. Ja, I don't know. Auf jeden Fall ist das auch. Existent. Nein! Du dumme Sau! Du kannst keinen Krieg führen! Ich kann Krieg führen! Nein! Wenn du einen Soldaten findest und Rekrutenreserve, dann greift die Koalition an! Ich hab die ganze Zeit null Rekrutenreserve gehabt und die haben mich angegriffen! Beruhig dich! Weil du stehendes Militär hast. Ja, ich muss jetzt kurz die Ausnahme posieren, ich muss einen Relief was machen, Sekunde. Was noch du willst, die Tadifat-Goldmine. Jan, was hast du jetzt dazwischen gelabert? Ja. Ja, wirklich, das ist nicht gut. Was hab ich hier gerade? Oh. Du willst die Goldmine unbedingt haben. Die gibt dir richtig Stongs. Also wenn du eine Schlacht verlierst und deine Armee dadurch kurzzeitig runter ist. Wie soll ich die denn verlieren, Mann? Es gibt einen Grund, warum man bei so einer Sache wartet. Selbst wenn du das gewinnst, verlierst du in der Schlacht Soldaten. Ja, das ist schlimm. Doch, ist es. Weil das die KI, die hat so schon stärker als uns. Ich weiß nicht, was uns am Leben hält, dass die uns nicht angreift. Die KI riecht das. Ja, wirklich. Ja. Es ist ja vollkommen okay, wenn du nicht gut in dem Spiel bist. Dagegen sage ich ja auch gar nichts. Es gibt viele Leute, die nicht gut in dem Spiel sind. Das ist nicht schon. Das sind 6000 Truppen. Jeder fängt nur irgendwo an. Aber du solltest zumindest auf die Spieler, die 1000 Stunden haben. Portugal führt den Krieg für mich. Ja, dann lass Portugal den Krieg für dich führen. Ja, dann mach mal bitte keinen Stress. Guck mal, jetzt habe ich eine Revolte und verliere auch Truppen. So genau das Gleiche. Ja, ist auch problematisch. Das ist ja auch nicht besser. Das ist doch genauso Stress, schlimm. Mann. Natürlich schiebe ich Stress. Es geht um die Existenz meines Landes. Wenn es passiert, dann passiert's. Ja, das ist deine Einstellung. Ja, die ziehe ich auch durch. Oh Mann, die 23 da unten riecht weg. Ich komme nicht mal hin. Hat jemand von euch die Institution und will sie mit mir teilen? Nein, du kriegst sie für uns. Immer an. Wofür? Damit ich die Rebellen da platt machen kann. Nein. Wenn du gegen die 23.000 Truppen kämpfst, hast du danach keine Armee mehr, mit der du kämpfen kannst. Das stimmt, glaube ich, nicht ganz, aber ja. Die habe ich gar nicht gesehen, die Boys. Er hat die Boys schick nicht gesehen, report him. Ich schick meine Truppen mal hoch. Krieg ich hin, bevor du da bist. Ah, ja, mein Land ist so korrupt. Dukaten Schulden. Tendenz steigen. Ja. Er geht rein. Sag das, krieg ich hin, bevor du da bist. Darum ging's doch auch gar nicht, du... Du kannst die nehmen. Ne. Das sind Bauern, nimm sie. Egal.
Das war ein schnelles Preußen. Ja. Den Rucksack. Na, nicht mal mit 16 gewartet. Unfair. Unfair. Weil Holland ist keine PU mehr unterwegs. Burgund. Haben die verloren. Schade. Wenn ich Burgund jetzt angreife und noch den Rest erober, dann. Mann, es muss echt spannend sein zuzugucken, lol. Lol. Preußen existiert schon, das ist schon mal interessant. England killt nun das Großmacht. Mal sehen, wie lange noch. Okay, aber ich habe nicht den preußischen Government. Warum nicht? Keine Ahnung. Bin das Kackpreußen oder was? Das Kackpreußen. Wahrscheinlich schon, ja. Du musst immer noch nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass du ein Bistum bist. Kann Soweit gut sein. ich mich erinnere, gibt es eine republikanische Variante dieses Government-Typs und eine monarchistische. Ich erinnere mich aber keine theokratische. Kann aber sein, dass das existiert, aber ich erinnere mich an keinen. Ja, Johann Caspar I von Segesberg. Ist Johann der Titel oder? Nee, Bischof, was so. Bischof. Hey, du bist ein Johann. Hey, Caspar, du bist ein Johann. naja. Ich will das preußische Government halt. Junge, mein Das Herrschaftssitz ist Idiot. voll alt. Ja, naja. Ich muss schon mal präventiv die Beziehung verbessern. Mit Dings, mit Burgund. Nicht, dass sie in die PU kommen. Mein Herrscher ist 64, sie haben dann minus 1 Meinung. Zack, weg. Zack, Gut. weg. Ja, das wäre das Dümmste, was passieren könnte. Das war ein schneller Krieg gerade. Isaac. Hat gut geklappt. Sass. Ja, jetzt ist nicht mehr Sass. Aber wobei doch schon. Die Provinz Sass ist aber mein. heißt Sass. Ich nenne sie jetzt um. Nein, sonst bist du nicht mehr Sass. Warte. Ich weiß, wohin du sie umbenennst, oder? Oder? Komm, komm. Ah. Ich dachte, du nennst jetzt um einen Söß. Süß. Söß. Halt, Nein, stopp. sie Hier heißt aber war nicht so, wie es süß. ist. Zuckerrohr, Fisch. Alles nur Kacke hier. Also ich mache minus 20 Dukaten? Wieso habe ich denn nirgendwo, wo Geld herkommt? Weil ich nur 29% von Champagner kontrolliere. How the fuck did that happen? Ja, aber ich verstehe jetzt echt nicht, wie das mit dem preußischen Government funktioniert. Wie viele Einnahmen hast du, Jan? 24. Ich habe 26. Das spricht nicht für dich. Habe ich nicht die ganze Zeit, habe ich nicht schon vor 2 Folgen gesagt, ich weiß nicht, wie man die jetzige französische Wirtschaft macht, weil ich die vorher nie beachtet habe und vorher war sie nicht relevant. Ja, das Naja, hast du schon nett Text. machen. Textmeter. Ja, ich weiß aber nicht, wie man die macht. Tja. Imagine mir das zu sagen. Sounds like you problem. Alter Jan. Punkt. Zuschauerliebling von 1999, das bist du. Ja. 24 Jahre lang nichts mehr erreicht. Manche Leute wollen geoutsourced werden. Ja. Bei den Herrschern, die ich habe, kann ich mir nur über sowas andere Freudensachen habe ich nicht. Gibt's einfach nicht. Gibt's einfach nicht. Was hast du denn für einen?
Mein Nachfolger ist eher das Problem. Aber das ist 52. Das ist, glaube ich, nicht mehr das Problem. Apropos Nachfolger. Direkt wieder exkommuniziert. Ja. Direkt wieder draufgehauen. Wieso mache ich jetzt weniger Ausgaben? Wieso mache ich jetzt nur mindestens um 8? Vielleicht war dein Alter verschwenderisch oder so. Aber doch nicht so insane. Oh, kann das sein? Bringt schon ordentlich miese. Minus 0,70, wenn ich meine Armee nicht bezahle. Geil, Alter. Naja, Cassini, du kannst dich ja mal Rebellen kümmern. Hä? Hab selber Rebellen. Ja. Meine Rebellenpools sind gleich. Und weiter weg. Ja. Die einen spawnen im Süden von Frankreich. Die sind näher an deiner Armee dran als an meinen. Nee. Geografisch? Ich glaub, ja. Weiß schon nicht, ich bin im Süden von Kastilien. Ja, geografisch, ja. Wahrscheinlich nicht, I don't care. Ich kann meine Armee nicht bezahlen. Ich kann nicht bankrott werden. Mann. Aber ich soll, oder was? Du bezahlst sie doch eh die ganze Zeit. Du hast es doch auch Rebellen. Ob du die einen mehr normal dürfen, könnte ich das nicht. Ja, das ist das Problem. Ich weiß, dass ich outsource. Von mir aus weiß ich nicht, ob du ein ganzer Genua haben. Von mir aus. Aber nee, das ist blöd. Ach. Ich lasse dich dann tatsächlich am Leben und verwerf dann meine Pläne, dich zu erobern. Ah ja, cool. Und ich helfe dir gegebenenfalls, wenn du nach Indien oder so willst. Ich will nicht nach Indien. Warum nicht? Auch nur Afrika. Why do you not want to go to India? Ja, Bollywood ist nicht so meins. Hä? Gibt's zwar noch nicht, aber egal. LOL, Lüttich. Lüttich. Hat Facettenschliff bekommen und liegt im Ärmelkanal, was ich erobern werde. Lüttich. Liegt im Ärmelkanal, was ich erobern werde. Es sieht nicht danach aus, als ob ich irgendwas erobere aktuell. Also, Ja, glaube ich auch. Ich muss einen Kredit aufnehmen. Das ist ein bisschen zu viel. So viel Geld brauche ich nicht. Geil, mein Nachfolger ist echt gestorben. Boah. Direkt noch schlimmer erwischt. Ah, nice. Verdient. Nein, Moskau hat mich als Rivalen gewählt. Warum? Moskau garantiert mir die Unabhängigkeit. Ja, schwach. Oh. Oh, mein Herrscher, mein Thronfolger ist nicht gestorben. Ich bin happy. Wer sonst kritisch geworden? Gott, ich bin ja wirklich Admin behind. Aber richtig. Minus mal mehr hoch. Ich habe jetzt gerade erst 5 genommen. Du hast 5? Oh mein Gott! Junge, wir können ja gleich quitten. Warum spielen wir überhaupt noch?
fokussiere mal auf Admin Tech. Es geht ja nicht, Mann. Ist ja schlimm. Bezahl meine Armee nicht, ich bezahle meine Festung nicht. Wow, jetzt mache ich ein Plus. Ich bezahle für 3 Emirate ein Ducat. Danke. Sollten wir den Sessel denn? Minus 5. Jetzt 2 Ducats. Für diejenigen, die sich interessieren, warum? Das liegt an minus 25% Kosten Militärberater. Das kann man vor allem richtig schön mit Inno-Ideen stacken. Und gibt, wenn man das mit Inno-Ideen stackt, nochmal den Kombinationsbonus. Söldner-Ideen. Wo ist es? Ungefähr in der Mitte. Kosten militärische Berater nochmal minus 33%. Das heißt, du kannst dann 5er Berater haben für irgendwie 3 Ducats. Das ist eigentlich voll geil. Ja, aber also nimmst die Söldner-Idee noch wegen des Elite-Söldner-Regimenten, dass du halt, da kriegst du halt Generäle, dann kannst du die Söldner drillen und alles. Also die Söldner-Idee ist eigentlich militärisch vollkommen OP. Aber du bist eine Kolonialnation, bei dir macht es weniger Sinn. Oh, neue Rebellen kommen. Da unten. Ja, komm. Einmal Schiffe transportieren, bitte. Ey, mich tiltet das irgendwie ein bisschen, dass die Government nicht hab. Ich habe ja echt das Falsche scheinbar gewählt. Unlucky. Würde mich ja stören, wenn ich du wäre. No. Oh mein Gott, der Osmanik ist in Europa. Er greift Genua an. Tja, keine Reaktion von Christoph, das heißt, er weiß warum. Schade. Ich will nichts tun, nein, nein. Osmane, ich mag den. Wir sind zwar Rivalen, aber ich mag den. Übrigens, in ungefähr einem Jahr oder so kommen Rebellen in Südfrankreich. Raid. Ja, cool. Raid, raid, raid. Krise vorbei? Krise vorbei! Ja! Krise beginnt? Krise beginnt. Nächste Krise kann kommen. Er spielt einfach auf Krise, Digga. Von Destel habe ich zwar noch nie was Krise, gehört, aber Krise. Ja. Aller Krise. Well. Nicht ganz. Da kommen meine Kernprovinzen. Das ist sehr schön. Das ist keine Idee. Aber wobei. Da sind sie, Andrew. Let's go. Was ist hier? Was? Ich bin gerade beschäftigt, Mann. Sag mir jetzt nicht, ich muss meine Armee bezahlen und fucking 100 Dukaten rausschmeißen, um nur meine Armee zu bewegen. Ja. Falk, jetzt guck mal, wie weit die von mir weg sind, Mann. Oh, Digga. Ich hab nicht geguckt, wie viel AE das ist. Das tut mir leid. Wobei, das hilft auch nichts dabei, dass ich nicht weiß, wie die Wirtschaft funktioniert. Das ist meine Revolte, aber die wird schnell weggemacht. Easy. Kann ich die Truppen jetzt wieder hochschicken, oder...
muss eine Kirche bauen. Bin ich zufrieden mit. Let's go. Als ob du das mal schon mehr Truppen hast als ich. GG. Verliere schon wieder Stabilität. Alter, ist doch irgendwas. Also dafür, dass mich diese Parlamentsmeter, also diese Parlamentsspielmechanik von Britannien ziemlich genervt hat, bin ich ganz ehrlich, inzwischen finde ich sie gut. Findest du gut? Ja. Finde ich nicht so gut. Weil man da einige Sachen machen kann, um zum Beispiel an Schiffe ranzukommen oder so, um dann halt Missionen zu boosten. So. Was mal so nicht wirklich, was ein bisschen schwierig ist. So, jetzt bin ich doch im Reich. Let's go. Und freue mich auf den neuen Kaiser. Ja. Denn es wird Preußen sein. Nein. Ich kann das Reich literally auflösen, indem ich dir einfach nur eine Beleidigung schicke. Muss nicht mal eine spöttische sein. Kann aber eine spöttische sein. Dann löst mal auf. Gibt's keine AI. Ja, das ist die Sache, warum ich gesagt habe, du gehst da vorne. Weil das Reinhard und Ärmelknarren, so will ich haben. Kannst ja kolonialisieren. Kolonialisieren. Let's go. Das sehe ich dich. Sehe ich mich auch. Als Preußen. Ja. Rein da. Rinder wie Trinder, oder nicht? Rinder wie Trinder. Genau. Osmanisches Reich, ja, hier, komm. Wie steht's mit den Rebellen? Die brauchen noch. Befehl ist aber gestorben. Können die mal bitte hier unten spawnen? Warte, der Grund, warum die nicht in der Koalition war. Ah. Ey, Burgund! Come in, Coalition, come in. Ach, geht nicht wegen dem Krieg noch. Wie lange hast du die denn jetzt? Wie lange hast du die jetzt noch? Wenn Burgund jetzt noch in die Koalition kommt, könntest du feiern. Holland ist rein. Holland, Burgund kann erst. Können die nicht erst, wenn der Krieg. Ja, wenn der Krieg zu Ende ist, können die rein. Also, Österreich ist gerade runter auf 45, ey. Müssten sie eigentlich bald raus. Bist du an deinem Truppenlimit? Wahrscheinlich nicht. Please do. Please field your men. Ich bin dauerhaft im Minus, daran muss ich was ändern. Da kann ich keine Truppen bauen. Ich auch nicht. Ich hab. Digga, wie viel Schulden hast du? Warte mal, lass mich gucken. Ich glaube 600. Nee. Du hast 400 oder. Du hast weniger als 400, du kannst schon. 380. Ja. Ich habe 2400. Ja, aber das liegt ja nicht an mir. Das habe ich nie gesagt, Christoph. Aber nur weil du mir sagst, du kannst dein Truppenlimit nicht maximieren, weil du Schulden hast oder so. Ist aber auch kein Grund, jetzt mega viel auszubauen. Kann ja dich jetzt nicht komplett retten. Ja, ne? Also der beste Krieg ist der, zu dem es gar nicht erst kommt. Genauso ist es. Und die Truppen, die du baust, schrecken halt die
schrecken die halt ab und dann greifen die gar nicht erst an und dann haben wir gar kein Problem. Ja, dann geht mein Land in, für die Hunde und. Infanteristen sind echt günstig. Solange du keine Pferde baust, ist alles okay. Vor allem musst du deine Mehr nicht bezahlen. Zur Not schalt doch einfach deine Festung auf, aus über den Reiter. Dann kriegst du schon deutlich mehr. Ich hab schon eine aus. Du kannst alle ausmachen. Nicht alle aus. Die, ich will nicht alle aus. Die werden im Krieg automatisch hochgesetzt. Da kommen Rebellen und zack, haben sie Provinz. Petzer habe es gestorben. Ja, du siehst ja, wo die Rebellen kommen werden. Nimm ich den anderen Kack. Ach, guck mal. Meine König. Mein König? Ist das ein Dude? Wo Revolte? Da unten. 15 Stück, let's go. Oh, Chartres. Herrscher von Burgund, stirb und gib mir fucking Burgund. Mann, hab ich keinen Bock, wenn Britannien das erbt oder die Pfalz. Oder Österreich. Ja, das wäre mir egal. Oh mein Gott. Ich war ganz kurz im Plus. Hast du eigentlich jetzt zwischen den Institutionen, Jan? Ja. Willst du sie nicht vielleicht mal teilen? Warte, was? Du hast sie noch nicht? Okay. Ich hab dir doch gesagt, dass wir sie nicht kriegen. Castilien hat sie noch gar nirgendwo. Wie oft muss ich doch sagen, dass er nicht zuhört? Mann. Ja, aber es gibt ein Level von zuhören und nicht zuhören. Das ist pures Ignorieren. Pures Ignorieren. Die Ohren sind einfach auf anderes konzentriert. Auf was? Auf den Hintergrundsound? Ja. Exactly. Nice. So. Aber da endet auch tatsächlich unsere Folge und unsere Aufnahmesession. Warte, lass mich noch die Rebellen besiegen, please. Ich will die noch wegmachen. 3 Minuten, maximal. 3 Minuten. Wir sind schon bei 32 Minuten. I don't care. Es sind nur 7 Rebellen. Die müssen ganz schnell weg. Überlänge für die Zuschauer. Und Schluss. Hey, ist es? Excuse me. Hallo. Excuse me. Es ist das Jahr 2023, ja? Ja. Hops genommen. Nein. Mann, du provozierst mich. Ach, echt? Jetzt. Wie kommst du drauf? Jetzt kannst du. Wie kommst du drauf, dass ich provoziere? Ja. Sehr gewagte Theorie. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Europa Universalis 4 Staffel 3.